Chemische Bepflanzung, was? What? So, es geht jetzt von minus 39 auf minus 31. Wenigstens etwas. Hier einmal das. Und da du eh nichts zu tun hast, kannst du dir auch direkt die holen. Und die holen. Was machen wir hier? Das Ding ist, die Annehmlichkeiten bräuchte ich halt, wenn... Das sind ja Dienstleistungen. Ich denke mal Annehmlichkeiten, aber es sind Dienstleistungen. Einigkeit können wir aber... Nee, können wir nicht. Da ist eh schon ein Generatordistrikt im Bau. Da bringt also gar nichts, da jetzt was zu bauen. Technology secured. Kristallminen. Ja, das ist sinnvoll. Wir können zwar, glaube ich, mit den Kristallen noch nichts anfangen, aber wir können sie wenigstens verticken. Und dann machen wir daraus Crystal Meth. Wikinger. Ebenbürtig, ebenbürtig, ebenbürtig. Construction complete. Bewohner, die an Forschung arbeiten, kriegen ihren Unterhalt reduziert. Das ist, denke ich, ganz sinnvoll. Hat nicht mega viel gebracht. Construction complete. So, Landschaft hat... Also wir sollten zumindest, was Nahrung angeht, ein bisschen im Positiven bleiben, damit wir auch Planetenwachstum fördern können. Ozeanwelt, Ozeanwelt. Construction complete. Mir gefällt nicht, wie sie die sich ausbreiten. Kann nicht zulassen. Ich brauche auf jeden Fall unbedingt. Ich muss wissen. Ich meine, das hier führt auch nur zu den Asiaten. Obwohl, die tut es nicht. Nicht nur. Dann gehen wir halt in die Richtung. Und was ich mit denen hier mache, weiß ich noch nicht. Die sind eigentlich. Die sind einfach zu süß, um sie auszulöschen. Ich glaube, aus denen mache ich, aus denen mache ich häusliche Sklaven. Dann hat sich nämlich auch das mit den Dienstleistungen dauerhaft erledigt. Und das Ding ist, die Römer sind ja auch dekadent. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der deutschen Übersetzung liegt oder ob es eine Änderung in 2.2 ist, aber es war zumindest mal so, dass dekadent einfach bedeutet, solange ein... Wenn der Bewohner keinen Sklaven besitzt, ist der 10% unzufriedener. Es ist schon wieder die Energie weg. So, was haben wir hier? Alien-Schiffe. Aber wir wissen nicht, was das für welche sind, ne? Das wäre es ja noch. Zum Aether-Drake könnten uns die... Genau, Aether-Drache könnte uns die Dingens was sagen. Die Kuratoren. Wie würde sich unsere Flotte gegen schlagen? Sehr schlecht. Das würde in einem Gemetzel geben. Ja, ist ja gut. Ich habe auch keine andere Antwort erwartet. Complete. Technology secured. Nahrung von Landwirten, Genkliniken. Flottenakademie und Logistikbüro. Ja, wir müssen irgendwo, glaube ich, eine zentrale Schiffswerft einrichten. Organische Überreste.
Wo? Ach hier, dann mach das direkt mal. Generator-Distrikt, wir brauchen immer noch mehr Energie. Anomaly found. Construction complete. Special project complete. Cybrex-Artefakt. An sich wäre es ja cool, wenn wir, wenn wir Cybrex Alpha in uns, irgendwie in unseren Grenzen hätten. Allein schon, damit wir leichter an Mega Engineering rankommen, aber an sich, ich meine, es passt nicht so wirklich. Was ich sehr cool finde, aber was leider wirklich nur mit Mods erreichbar wäre, wäre halt, dass man die, halt die gefallenen Reiche durch die ganzen Götterpantheone der ganzen Völker hier ersetzt. Also hat man halt hier den Olymp und ich weiß gerade nicht, wie es bei den Römern... Doch, Römer war, bei den Römern war es der Olymp. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es bei den Griechen war. Und da hätte man vielleicht noch irgendwo die ägyptischen Götter. Und dann hat man irgendwann auch wirklich einen Krieg im Himmel. Das wäre schon auch irgendwo noch interessant. Construction complete. Bollwerk, Legierungsgießerei, Wirtschaftszonen. Anomaly found. Automatisierte Schiffswerft reparieren. Ach nee, dafür brauchen wir. Construction complete. Komm, hol das mal. Da kriegen wir einen kostenlosen Kreuzer. Oder eine Flotte aus Fregatten, eine kleine. Und kostenlose Schiffe sind im Moment ganz praktisch, würde ich behaupten. Construction complete. So, das ist 1000 und das hier sind 709. Das waren Cybrex-Kasernen. Construction complete. Alien-Kasernen verfügbar. Wo ist das? Construction complete. Ja, dann übernimm das mal. Ich weiß nicht mehr, ob das wirklich die Cybrex waren. Ich sollte die Sachen vielleicht auch lesen, aber ich bin es gewohnt, sie wegzudrücken. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich alles vorlesen soll. Ich könnte gerne was zu sagen. Richtlinien erlasse. Ich habe noch keine besseren Komponenten, oder? Nein. So gar nicht. Special Project complete. Fachwissen Militärtheorie. Ihre Flottenstärke ist unserer ebenbürtig. Die hier machen mir halt wirklich Sorgen. Technology secured. Give us gonna dis. Star system charted. Pass mal auf Ansprüche. Special project complete. So, wie angepisst sind sie jetzt? Gar nicht mal so heftig, weil wir beiderseitige Rivalen haben. Ich wüsste zu gerne, habt ihr Kontakt zu anderen? Nein, habt ihr nicht.
Also da drüben befinden... Die kennen noch 4 andere Reiche, die wir nicht kennen. Können wir unsere Grenzen öffnen? Nee, können wir nicht. Wir sind ja Rivalen, da geht das nicht. Kennt ihr irgendwelche Völker? Nein. Wir kommen hier leider nirgendwo durch im Moment. Das ist echt schade. Exotische Gasraffinerien. Produktionsziele. Komm, nehmen wir. Star System charted. Sie hat 3 Kolonien. Wenn ich es schaffe, die auch zu besetzen, könnten wir es vielleicht auch schaffen, daraus den Weg an Vasallen zu machen. Das würde uns sehr helfen. Jedenfalls hoffe ich, dass Vasallen was bringen. Also ich hätte die Wikinger definitiv lieber als Vasallen. Die Asiaten können von mir aus tributpflichtig werden. Anspruch, Erniedrigung, Asiaten, Ideologie und Prikikiti sind Säuberung, okay. Hier ist die erste, nee, wir kommen zur zweiten Zenturie dazu. Automatische Erkundung. Wir machen hier. Wir haben schon wieder keine Energie. Erkundungsgeschwindigkeit und Rückzugschance. Für Wissenschaftsschiffe zumindest. Ah, wir können jetzt Bergbaustationen bauen. Holt es hoch, egal was es ist. Wo ist es denn? Gasriesenschiff. Ja, ich glaube, das ist auch ein Kreuzer. Technology secured. Schilde, Energie, Netzüberlastung. Netzüberlastung wäre gut, ja, und Energienetz auch. Special project complete. Spezialprojekt. Hat uns aber offenbar nur Erfahrung gebracht. Toll. Wäre es zu schön gewesen, ein kostenloses Schiff zu bekommen. Hier einmal ein Generatordistrikt. Hier. Bollwerk, Forschungslabor, Holotheater. Hier gehen die Dienstleistungen langsam auch aus, aber danach werden Konsumgüter ein Problem. Oben ist unten. Interessiert mich gerade weniger. Ich brauche mehr Konsumgüter. Und Handel ist eigentlich der beste Weg für uns. Kontaktaufnahme mit den Amazonen. Von Queen, ach, das habe ich auch nicht geändert. Penthesilea, der unumstrittene Herrscher. Dem unumstrittenen Herrscher von Amazonen. Ja. Wir möchten mehr über eure Spezies lernen, wie eure Krieger kämpfen. Das ist besonders wegen eurer faszinierenden Anatomie interessant. Ja, das. Also man merkt schon, dass es darauf gemünzt ist, dass es wirklich Alienrassen sind. Xenophil, autoritär und militaristisch.
Ihr werdet sehen, dass ihr unterlegen seid. Ihr werdet sich zurückhalten lassen. Technology secured. Sternbasenkapazität. Ja, bitte. Unbedingt. Unbedingt. Einmal. Receiving communications. Nichts Angriffsversprechen? Nein. Construction complete. Bitte. Vor allem, wie viele Kolonien habt ihr? Nee, ihr habt nur eine Kolonie. 45, ihr habt Roboter gebaut. Ich find's ja nett, dass... Aber nein. Technology secured. Wie stark seid ihr? Ebenbürtig, ebenbürtig, ebenbürtig. Könnten wir es vielleicht hinkriegen, dass wir zusammen die Prikikiti angreifen? Zerstörer, kommt, macht mal. Ich weiß gar nicht, was gerade überhaupt erforscht worden ist. Ich sollte vielleicht mal aufpassen. UV-Laser. Aber ich glaube, das ist Physikforschung. Die habe ich euch schon länger. Ach ja, genau, auf bessere Minen. Produktionsziele. Ja, komm. So, das da auch das. Und dann machen wir hier einmal den. Kaiserin Octavia hat eine neue Stufe erreicht. Die hat auch Industrialist und Investor. Vessels upgraded. Construction complete. Construction complete. Vier Einigkeit. Das klingt immer nach wenig, aber andererseits haben wir auch nur 75% des Bedarfs, also geht das eigentlich. Wobei ich trotzdem das Gefühl habe, dass wir dieses Mal ziemlich langsam unterwegs sind. Energiekeit ist in 12 Monaten, Konsumgüter in 152 Monaten. Alles klar. Star System charted. Ja, an den Konsumgütern müssen wir auch wirklich etwas tun. Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, eine... Wo ist es? Luxusresidenzen. Wirtschaftszone. Zivilindustrie. Ja, kommen wir nicht drum herum. Technology secured. Hyperantrieb 2. Andererseits, ja doch, FTL-Inhibitoren werden ganz sinnvoll, falls die Gegner angreifen. Complete. So, hier drüben haben wir ziemlich wenig, da sollten wir vielleicht die Sternfeste ausbauen. Star System charted. Das Rana-System hätte ich sehr gerne. Construction complete. Momentan unbeansprucht. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wie es sich verhält. Also wie die Kriegefunktion hängt ja auch davon ab, was wir für einen Carlos Belli benutzen. Und wenn wir Vassalisierung benutzen und dann auch unser Kriegsziel erreichen, werden die Systeme, die wir beansprucht haben, uns überschrieben. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir die dafür auch übernommen haben? Ich vermute mal technisch gesehen nicht, aber es wird wahrscheinlich schwieriger, unser Kriegsziel durchzusetzen, solange uns diese beiden Systeme nicht gehören.
So würde ich es vermuten. Wir haben jetzt noch mehr Ansprüche auf sie. Flottenstärke ist ebenbürtig. Also ich möchte meine Verteidigung noch ein bisschen ausbauen, dann den Krieg erklären, damit sie angreifen. Sie in unserem Gebiet besiegen. Und dann dafür sorgen, dass wir das Gebiet übernehmen können. So, du machst einmal den und... Ach, das ein Ding habe ich ja noch gar nicht. Construction complete. Ist nicht schlimm, zwei extra Sprünge reichen aus, um sich das zu holen. Das sind schon mal... zwei Energie und ein Konsumgut. Aber Konsumgüter sind wir wenigstens wieder im grünen Bereich. Die Sache ist halt, hier bräuchte ich eigentlich auch einen Sternhafen. Andererseits ist hier halt das Problem, dass wir noch die Dinger haben, die Drohnen. Die könnten wir aber vielleicht ausnutzen, wenn sie hier durch wollen. Die Möglichkeiten sind groß. Dann könnte nämlich sich die zweite Zenturie hier drum kümmern. Wofür ihre Flottenstärke aber definitiv noch wachsen müsste. Und die andere halt hier das Zeug und dann die ganzen Systeme hier übernehmen. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Star System charted. Aber wie gesagt, das Wurmloch möchte ich haben. Weil das kann uns sonst wohin bringen. Ich vermute, dass es hier hinführt. Damit hätten wir auch einen direkten Zugang zu den Amazonen. Sie allerdings auch zu uns, wenn es soweit ist. Construction complete. Sternenhafen. Also ich möchte ungern über die Kapazität drüber gehen. Noch 14 Monate, dann haben wir... Construction complete. Und dann haben wir auch in 3 Monaten das hier durch. Produktion, Forschungsstation. Ja, das wird super. Dann ist die Frage, was nehmen wir als zweites Ascension Perk? Das wäre ja eigentlich... Es gäbe einige, die sinnvoll wären. Also müssen gleich gucken, was wir überhaupt nehmen können. Wir haben schon wieder keine Energie. So, damit ist das durch. Wir bekommen 10% Forschungsgeschwindigkeit, weil wir das voll haben. Gemeinsames Schicksal, Einflusskosten für Untertanen, Integration und Vertrauensmaximum für Untertanen. Das wäre an sich sinnvoll. Damit wird es wenigstens nicht einfacher, unsere Untertanen unter unserer Kontrolle zu halten. Transzendentes Lernen, Terrarias Vorlicht, ist beides Kacke. Technologischer Aufstieg ist auch im Moment nicht so gut. Kontrolle der Leere. Dafür brauche ich später einfach ein strategisches Koordinationszentrum, dann habe ich das auch. Interstellare Herrschaft. Mystische Annahme. Weltenformer wäre sehr cool, aber wir brauchen erst mehr Dinger. Galaktische Macht, Verteidiger der Galaxie, ewige Wachsamkeit. Geboren in der Leere wäre sehr hilfreich. Können wir aber noch nicht. Meisterhafte Erbauer. Ja, Master Builders wird auf jeden Fall wichtig sein. Arkäologieprojekt. Dazu müssen wir auch erst 2 andere haben. Mehr schon der Natur gibt uns 2 Distrikte. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich glaube eigentlich fast... Wir lassen es erstmal. Ja, ist nicht schlimm. So, hier kommen Geschütze hin. Und... Störfeldgenerator oder eher... Eher Waffenreichweite.
Neuer Kontakt, die Ägypter. Ihr werdet sehen, dass ihr unterlegen seid. Ihr habt wissentlich die Wahrheit abgelehnt und es vorgezogen, euch mit materiellen Reichtümern, sündigen Taten und verbotenem Wissen vollzustopfen. Für eure Art kann es keine Hoffnung geben. Wir sind fanatisch autoritär und ritualistisch, das heißt, die sind Zeloten. Wir sind ungläubige und materialistische Narren, das ist eigentlich schon fast eine Doppelung. Beiderseitige Rivalen, gleiche Autorität. Ihr werdet gute tributpflichtige Staaten abgeben. Problem wird halt nur, hier drüben irgendwo auch eine Angriffsbasis zu haben, damit wir unsere Macht auch hier projizieren können. Weil sonst wird es schwer. Also sie hatten Erniedrigung, aber Moment, die haben gar keinen. Wir haben Kontakt zu den Ägyptern, aber die Wikinger nicht? Das ist seltsam. Modulares Bauwesen. Ja, definitiv. Brauchen wir. Unsere Sternbasen sind viel zu teuer. Aber wir können jetzt auch dafür zwei zusätzliche, oder? Ne, können wir noch nicht. Das war eine andere Forschung, die wir gerade gemacht haben. Wir können jetzt Zerstörer bauen. Und da machen wir einmal die Optio-Klasse. Vorpostschiffbug, nein. Kanonenboot, Artillerie. Kanonenboot. Kanonenboot, genau. Kanonenboot. So, der kann weg. So, und da brauchen wir auch gar keine zusätzlichen Teile, sondern wir bauen einfach noch. Ja, doch, das passt. Dann können wir nämlich beiden noch zwei Zerstörer geben. Und dann sind wir auch an unserem Limit. Bisher sind sie uns ebenbürtig. Also, ich bin mal gespannt, ob. Also, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es im Vergleich wäre. Technology secured. So, plus zwei Dinger. Befehlslimit brauchen wir nicht. Einflusskosten. Erhalt Kriegsmüdigkeit. Ja, definitiv. Eine tropische Welt, die war, hatten wir doch vorher noch nicht, oder? Brauchbare Nahrungsquellen im Überfluss. Ja, dann haben wir hier demnächst unsere Azur Prime. Ja. Was ist denn mal eine fruchtbare Region, die Römer kontrolliert haben? Da gäbe es einige wahrscheinlich. Ich muss mal nachgucken, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich kann den Namen ja auch später noch ändern. So, hier brauchen wir definitiv mehr Energie. Das Teil können wir endlich aufrüsten. Und danach wäre es vielleicht ganz sinnvoll, Energienetz. Lohnt sich das? Bedingt. Bolo-Theater, genau. Plasmawerfer. Also Plasmawerfer sind mir eigentlich lieber als Laser. Pass auf, aber dann schicken wir vielleicht unsere Flotte mal los. Brauchen auch ein Wissenschaftsschiff, das kann auch schon mal hier rüber sich bewegen. Dann zerstören wir nämlich die Minen. Nicht die Minen, die Drohnen. Welche waren denn das? Star System charted. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, welche das waren. Weil ich würde sie gerne vorher erforschen. Andererseits ist es, glaube ich, egal, ob ich das vorher oder nachher mache.
Es gäbe halt die Möglichkeit, einen Perk zu bekommen, dass man sie leichter zerstören kann, aber das andere ist, glaube ich, besserer Mineralienabbau. Und das ist mir ziemlich recht. Einmal ein Energiedistrikt. Dann haben wir einen Sternhafen draus. Wie sieht es hier aus mit Piraterie? Noch gar nicht so viel. Construction complete. Geringe Stabilität, warum? Jetzt chillt doch mal, ihr kriegt doch jetzt erstmal einen planetaren Außenposten. Der gibt euch direkt ein paar neue Wohnungen und Dienstleistungen. Und auch Jobs und dann seid ihr hoffentlich mal wieder zufrieden. Und es ist direkt Unruhe für die nächsten 20 Jahre. Construction complete. Gesinnungsattraktivität autoritär, okay, das ist nicht so schlimm.